Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Folge Comic Reviews und meinem mittlerweile bestimmt 7. Versuch, irgendwie die Comics hier zu reviewen, und ich verkacke die ganze Zeit. Ich probiere das nochmal. Die neuen X-Men Heft 31, Justice League Heft 44 und Batman und Robin Heft 8. Und da ich die letzten beiden paar Male immer mit den anderen beiden Heften angefangen habe, fange ich jetzt mal mit dem Paperback an. Vielleicht läuft das ganze Video dann etwas besser. Das ist der finale Band von der Batman und Robin Serie, die von Peter Giamatti geschrieben wurde. Die hat mir auch durch die Bank weg gut gefallen. Ich fand selbst die Bände, wo Robin dann nicht mehr dabei war und das dann immer so eine Team-Up-Serie geworden ist, die Bände haben mir auch richtig gut gefallen. Besonders zu empfehlen ist da, ich glaube, der 5. Band war es, ein Two-Face. Muss mal gerade gucken. Ja, Band 5, auch so eine einzelne Leseempfehlung von mir für Band 5 von Batman und Robin, weil man da nochmal so die neue Origin von Two-Face sieht, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Der Band kriegt definitiv eine 5 von 5. An dieser Stelle nochmal zu erwähnen, ich glaube, den habe ich gelesen, bevor ich den Kanal hier gemacht habe. Es geht jetzt weiter, Robin ist ja wieder zurück und wie die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben, weil der letzte Band schon ein bisschen her, wo er rausgekommen ist, hat er jetzt so Superkräfte. Es geht eigentlich schon fast in die Richtung von Superman. Und hält da mit seinem Vater halt auf Trab. Und das ist eigentlich so der große Aufhänger von diesem Band. Bruce Wayne versucht dann halt irgendwie die Grenzen von ihm auszuloten. Die Justice League gerät mit da rein und er ist eigentlich außer Rand und Bang. Geht halt hin und nimmt unter anderem den Pinguin Killer Croc und noch ein, zwei andere gefangen. Bindet die fest und fliegt mit denen in die Erdatmosphäre und sagt ihnen halt, wie das neue Kraftverhältnis in Gotham City aussieht, dass sie sich in Acht nehmen müssen. Das ist eine von vielen Aktionen, die er halt macht und hat total Spaß gemacht zu lesen. Ich fand auch das Ende total cool. Allerdings nur von dieser Storyline. Danach kam hinten drin immer so ein etwas dickeres Abschiedsheft und das war totale Scheiße. Da ging es irgendwie darum, dass Batman mit Robin im Justice League Satelliten ist und dann entdecken sie hier das Fahrzeug da, dieses Mondfahrzeug, mir fällt gerade der Name davon nicht ein, und entdecken dann Aliens, die sich halt aus allen möglichen Schrottteilen von den ganzen Apollo 11, 12, 13 Dingern Schrott zusammengebaut haben und damit einen Raumschiff gebaut haben und damit wiederum zur Erde fallen. Also man hört schon, die Story ist total belanglos, irgendwie hätte das gut bei Batman 66 reingepasst, aber nicht bei der normalen, ernsten Batman-Serie, mir hat es echt gar nicht gefallen und das hat total verkackt zum Schluss. An sich ein guter Comic, der auch Tendenzen zu einer 4 von 5 gehabt hätte, aber durch diesen total schlechten Anhang kriegt es von mir auch nur eine 3 von 5, aber eine gute 3 von 5. Und wenn man den letzten Teil nicht liest, kriegt man ein sehr gutes Comic. Sehr coole Reihe, kann ich jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Wird auch nur aus dem Grund eingestellt, nicht wegen schlechten Verkauf sein, weil die kriegt jetzt eine Nachfolgerserie. Batman Robin Eternal, die soll bei uns, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen hatte, im Kopf habe, im Juni starten. Und wird dann halt von Batman Eternal die Nachfolgeserie, dann werden auch wieder 52 Chefs in den USA bei uns, 26 Chefs erscheinen. Mit einer größeren Storyline, freue ich mich schon sehr drauf, sehr coole Serie, hier müsst ihr gucken. Und selbst wenn ihr euch die Serie nicht interessiert, holt euch den fünften Paperback von Batman in dem Fall und Two-Face kaufen. Dann geht's weiter mit dem neuen X-Men Heft 31, da war so ein bisschen nach dem Event geplänkelt am Anfang. Nachdem die ja mit den Guardians of the Galaxy in Welt unterwegs waren, diese Storyline um den schwarzen Vortex war, wo sich viele genetisch verändert haben mit kosmischen Kräften. Einer hat seine Kräfte auch behalten, hier sieht man schon Angel und sind jetzt halt wieder froh, auf der Erde zu sein und ein bisschen Diebestrara hin und her. Ich möchte jetzt nicht so viel wegspoilern von dem bisschen, was hier drin passiert. Und dann taucht auf Utopia, dieser Insel, wo sie gelebt haben, diese X-Men auf, die Plünderer angreifen. Viel mehr möchte ich zu Neff gar nicht sagen, weil ich nicht alles wegspoilern will, ist doch noch recht aktuell das Heft. Ist ein schönes Zwischen-Event, großer Storyline, Geplänkelheft, seichte Abendunterhaltung, kriegt von mir so eine, ja, also wenn das eine 3 von 5 bekommt, kriegt das nur eine 2 von 5. Aber eine gute 2 von 5 kann man so zwischendrin lesen, aber ist das nicht besonders der Rede wert? In der Woche habe ich das Comic wahrscheinlich schon wieder vergessen. Und dann Justice League 44, Convergence, TN. Es geht wieder darum, dass aus zwei Parallelwelten oder Zeitlinien Leute aufeinandertreffen und gegeneinander kämpfen, so wie es auch schon Superman-Sonderband war. Hier trifft es jetzt die Ladies von der Justice League kurz nach der Blackest Night und während Brightest Day, die jetzt halt da mit Metropolis gefangen sind. Unter anderem ist der Jade dabei, die Tochter von Alan Scott, die es damals noch von New 52 gab. Im aktuellen Universum geht es ja nicht, weil Alan Scott schwul ist. Und ja, Vixen kommt hier drin vor und Mera und dann taucht auf einmal der Aquaman aus Flashpoint auf.
greift die alle an, weil er Mera gefangen nehmen möchte, weil seine Mera in seiner Realität gestorben ist. Und an sich ist mit so coolen Charakteren eine gute Story drin. Lust, DC verkackt es einfach nur total. Also mir hat bis jetzt noch keiner von den TNs gefallen. Und gerade wenn man sich mal, ich habe es bewusst erst vorgestellt, Multiversity von Grant Morrison reinzieht, wo er im Endeffekt auch aus allen möglichen Paralleluniversen kurze Geschichten erzählt, die zwar alle roten Faden haben, aber trotzdem auch für sich gelesen werden können, ist es möglich, mit so vielen Realitäten auf jeden Fall eine schöne Geschichte zu erzählen. Und bei Convergence verkackt die Silala total. Ich habe mich dann total auf das Event gefreut und so kriegt das Ding von mir auch nur 1 von 5 Punkten. Am besten Fall einfach nicht kaufen und einfach mit der 45 weitermachen. Und das war's auch für dieses Mal. Mich würde auch mal, dass du die Comics interessieren. Ballerst mir mal in die Kommentare rein. Lass mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein.